Eine Streife des Polizeireviers Nürtingen hat am frühen Mittwochmorgen einen Gebäudebrand in der Gerberstraße festgestellt. Die Beamten entdeckten gegen 3.17 Uhr, dass in einem Hinterhof zwei Holzschuppen brannten und die Flammen bereits auf ein sich daneben befindliches leerstehendes Holzhaus übergegriffen hatten. Die Außenfassade und der Dachstuhl hatten ebenfalls Feuer gefangen. Rolf Binder, Einsatzleiter der Feuerwehr Nürtingen, beschreibt den Einsatz. Die Feuerwehr Nürtingen wurde heute Morgen gegen 3.18 Uhr mit dem Alarmstichwort Brand 3 in die Gerberstraße 24 nach Nürtingen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt sah man das Ausmaß einer Holzbaracke. Acht bis 16 Meter standen im Vollbrand. Es wurde sofort auf die Alarmstufe Brand 4 erhöht und weitere Kräfte nachalarmiert. Der Feuerwehr Nürtingen ist es gelungen, durch eine massive Riegelstellung für angrenzende Gebäude die Brandbekämpfung einzuleiten und die benachbarten Gebäude kamen nicht zu Schaden. Wir waren mit 8 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Der Rettungsdienst war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Vorsorglich wurden die umliegenden Gebäude evakuiert und die Bewohner vom Rettungsdienst versorgt. Verletzte gab es keine. Manuel Müller wohnt direkt neben dem Brandobjekt. Ich bin um 3 Uhr aufgeweckt worden, von der Polizei, ja. Und ja, ich war im Tiefschlaf und ja, dann habe ich halt schon gesehen vom Fenster raus, dass da Stichflammen sind am Nachbargebäude. Und ja, sind dann schnell raus aus dem Haus. Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei an dem zum Abbruch vorgesehenen Haus und den beiden Schuppen noch nicht beziffern. Kriminaltechniker rückten am Mittwochmorgen zur Klärung der Brandursache an den Unglücksort aus.